Jungs, Aufnahme ist gestartet. Danke fürs Erinnern. Wir hören rein bei Elias Underdog. Produziert wie immer bei Young Mash natürlich, denn wer anders macht die 808? Genau, niemand. Young Mash macht die 808, Freunde. Okay, ich bin gespannt. Die letzten Sachen von Elias waren nice. Einer so Top 5 Künstler gerade auch, finde ich. Bei mir Elif, Apache, Elias, Kianosch würde ich ja auch mit reinpacken gerade, wen ich so am meisten fühle. Und dann den letzten Slot weiß ich nicht, aber das sind so, er gehört auf jeden Fall zu den Top 5 Künstlern, die gerade am freshesten sind für mich, dessen Style ich am meisten fühlen kann. Und er ist jetzt am Start mit Underdog. Wir hören rein. Let's go, Mann. Video ist von Fatih TV, sehe ich schon. Wir machen nur ganz kurz auf HD. Und mal sehen, ob er mithalten kann. Das ist halt das Problem bei Leuten wie Elias, wo ich jetzt schon mit einer etwas höheren Erwartungshaltung rangehe. Kann es natürlich sein, oder ist es einfacher, enttäuscht zu werden, wenn es mal nicht 100% so abliefert wie sonst. Aber wir hören trotzdem rein. Let's go. Young Mensch, mach die 808. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren. Was ein heftiges Video, Mann. Ich kann in die Poren von Elias reingucken. Ich kann in seinen Körper reingucken durch seine Poren. Holy fuck, was ein heftiges Video. Mach die 808. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren. Ey. Werd ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Ey, ey. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren. Werd ich reich oder geh ich zurück und häng. Bruder, er hat auch wunderschöne Augen, der Bro. Er hat wunderschöne Augen, Mann. Ey, Max, danke für den Raid, Mann. Danke für den Raid, Max. Kuss geht raus. Ich danke dir. Max, Alter, Kuss. Es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren. Werd ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Newcomer des Jahres wäre untertrieben. Ich hab Rapper schwitzen lassen in der Rookie-Season. Rookie. Ich hab gehört, dass sie mich draußen lieben. Damals wollten sie noch Beef und plötzlich wollen sie Frieden. Mixtape, er kommt gut auf den Beat, er kommt gut auf den Beat. Er hat halt so eine krass angenehme Stimme. Ich möchte ihm einfach zuhören, so. Würde er ASMR machen, ich würde in meinem Leben nichts anderes mehr hören. Real Rap. Ich hab gehört, dass sie mich draußen lieben. Damals wollten sie noch Beef und plötzlich wollen sie Frieden. Mixtape war schon direkt Classic, Baby, nach Release. Plötzlich sind sie alle leise, Baby, rest in peace. Young Mash Elias, so wie Mac and Cheese. Trotzdem weiß ich, der Shit bringt mich nicht ins Paradies. Oh, seine Betonungen, Mann. Young Mash Elias, so wie Mac and Cheese. Nice Zeile. War schon direkt Classic, Baby, nach Release. Plötzlich sind sie alle leise, Baby, rest in peace. Young Mash Elias, so wie Mac and Cheese. Trotzdem weiß ich, der Shit bringt mich nicht ins Paradies. Dirk Nowitzki, 20L. One-Man-Army. Ja, Mann, Dirk Nowitzki 2011, heftigste Saison seines Lebens gespielt, Mann. Heftigste Saison seines Lebens geplayt, der Boy. Underrated, overrated, scheißegal, finally made it. Ey. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren. Ey. Werd ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Ey. Ey. Ist halt einfach Real Talk, Mann, ist einfach Real Talk. Natürlich killt das jetzt nicht so rein wie Benzo oder so, aber... Muss es gar nicht, man, muss es gar nicht. Es ist halt eher was Gechillteres und einfach Real Rap so. Einfach Real Rap. Oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Ey, ey, yeah. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren? Werd ich reich oder geh ich... Ich find den Beat halt angenehm. Der Beat ist übel angenehm, man. Der Beat ist sehr, sehr angenehm. Zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum. Bitch, was soll denn schon passieren? Yeah. Ich musste Niggas cutten. Ich musste Bitches cutten. Yeah. Doch eigentlich liebe ich sie noch immer, auch wenn sie mich jetzt hassen. Und sie fragen, hast du je gedacht, es nicht zu schaffen? Doch Gott hat Besseres zu tun, als mich im Stich zu lassen. Yeah. Hol die... Boah, krasse Zeilen auch, man. Ich fühl die Zeilen auch. Fragen, hast du je gedacht, es nicht zu schaffen? Doch Gott hat Besseres zu tun, als mich im Stich zu lassen. Yeah. Hol die Hand jetzt aus der Tasche und gib sie meiner Mom. Schau in den Spiegel und frag mich, wo sie damals alle waren. Bitch, ich führe Krieg. Schaue in den Spiegel und frag mich, wo sie damals alle waren. Das ist die trueste Zeile bis jetzt, würde ich fast sagen. Die trueste Zeile bis jetzt einfach. Weil alle kommen sie so. Das ist halt einfach Real Rap. Alle kommen, wenn du ein bisschen Erfolg oder Geld hast. Alle sind wieder da von früher, die Homies auf einmal. Auf einmal sind sie wieder da. Tasche und gib sie meiner Mom. Schau in den Spiegel und frag mich, wo sie damals alle waren. Bitch, ich führe Kriegszüge so wie Genghis Khan. Wo wärst du heute ohne Rap? Wir werden es nie erfahren. Vielleicht haben die ein paar Streams, doch mein Flow keiner. 25 Jahre bester Rapper ohne Ghostwriter. Und nice. Solange das so ist, heißt es TBE. Danke Gott für 50 Cent und danke Gott für MTV. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich nicer zu verlieren. Sound. Sehr nice Sound. Werd ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Ey, ey.
Yeah, komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren? Werd ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Trap-Haus rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Geil, Mann. Sehr, sehr nice. Einzigartiger Sound in Deutschland gerade. Er bringt einen guten Vibe, Alter. Nice. Das war, wie gesagt, im Vergleich jetzt zu Benzo direkt oder so, was Entspannteres irgendwie. Einfach Real Rap, Mann. Einfach Real Rap. Heftig entspannter Beat. Sehr, sehr schön. Wir kommen erstmal zum kleinen großen Mini-Fazit an dieser Stelle, Freunde. Und wie ich finde, es hat nicht enttäuscht. Es hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Es ist der gleiche Elias, der gleiche Vibe, aber was Entspannteres. So, und das zeigt irgendwie auch seine Vielseitigkeit, dass er nicht immer diesen dasselbe Schema F hat, sondern auch ein bisschen was anderes machen kann. Beat sehr, sehr nice. Beat fast Highlight, finde ich. Beat schon fast das Highlight. Aber Young Mash enttäuscht auch nie. Deswegen, nicer Vibe. Heftiges Video, wirklich. Also die Qualität, Fatih hat das Video gemacht. In 4K und man hat echt jede Pore gesehen, Mann. Holy fuck, gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt zur aktuellen Zeit gedreht wurde, aber da kann man natürlich eigentlich, ist man eingeschränkt, was Videos angeht, Locations und so. Deswegen sehr, sehr nice Video, gut was draus gemacht. Ich würde dem Ganzen eine 7 von 10 geben. Ich persönlich würde eine 7 bis 7,5 von 10 geben. Chat sagt 6 von 10, 10 von 10, 8 von 10, 6 von 10, 88 von 100, huch. 6 von 10, 7 von 10, 5 von 10, 8 von 10, 9 von 10, 8 von 10 Dollar, schreibt Max. Kuss geht raus, Bruder. 8 von 10, 6 von 10, 6 von 10 Standard. 42 von 0, auch gut. Luca, Kuss geht raus an dieser Stelle. 8 von 10 von Con. 4 von 10 Robka hat nicht ganz gefallen. Okay, Meinungen sind gespalten, aber ich fand's ganz nice. Freue mich auf mehr. Ich hoffe, dass er halt noch ein bisschen mehr Vielseitigkeit zeigt und bringt. Aber an sich, Elias einfach jemand mit einem so angenehmen Style, mit so einer clean Stimme. Ich freue mich auf mehr. Das war's von mir, Freunde. Falls ihr das Video enjoyed habt, lasst einen Daumen nach oben da. Folgt auf Twitch rein, seid das nächste Mal live dabei. 18 Uhr wahrscheinlich. Donnerstags, 23 Uhr sind wir immer live. Kommt vorbei. Das war's von mir. Wunderbar. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.